So, was mich dann noch ein bisschen gestört hat, ne, der nächste Punkt, ist eben dieses, potenziell ist da irgendwas nicht ganz koscher, die sorgen, sie pflanzen so und so viel Bäume, so ganz nachvollziehen können wir das nicht, aber daraus wird auf keinen Fall im Endeffekt dann die gleiche Zahl von Bäumen, die letztendlich auch groß wird. Ja, das scheint der Reporter da entsprechend ein bisschen umgetrieben zu haben. Das finde ich dahingehend ganz interessant. Also das ist ja nicht falsch, das ist auch alles in Ordnung, da möchte ich gar nicht auch drüber rummeckern. Ich beschwere mich auch nur darüber, dass mein Kommentar nicht beantwortet wurde. Alles andere ist ja auch völlig in Ordnung. aber es ist für einen Forstwissenschaftler völlig selbstverständlich, dass wenn man verspricht, man pflanzt meinetwegen 10.000 Bäume, dass dann nicht 10.000 Bäume im Endbestand stehen, sondern als wirklich großer Baum, der letztendlich dann auch wirklich eine Menge CO2 gespeichert hat, pro Hektar, also nehmen wir mal an, wir würden pro Hektar 4.000 Bäume pflanzen. Das hat man früher so gemacht. Das war zwar besteuert, aber das hat man früher so gemacht. Von denen sind im Endbestand noch übrig geblieben höchstens 250. Höchstens. Ja? Und das ist normal. Ja? Und wenn wir uns die Natur angucken, wie pflanzt die denn? Dann ist das noch krasser, weil Naturverjüngung, Beispiel Fichte, ja, der allgemeine Wald- und Wiesenstandardbaum, den jeder in Deutschland schon mal gesehen haben sollte, da ist es üblich, dass bei Naturverjüngung, dass die Fichten sich also selbst verjüngen und sie tun das üppig und man hat ihnen dabei ein kleines bisschen geholfen oder sie befinden sich in einem natürlichen Fichtenwald, wo sie das dann ganz von alleine können. Da kriegen die normalerweise pro Hektar irgendwas zustande zwischen 10.000 und 20.000 Jungpflanzen und das sind allein nur grobe Schätzungen. Würde man die ganz, 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 ganz kleinen auch noch mitzählen, würde man mit Sicherheit auf noch viel, 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 viel mehr kommen. Und davon schaffen es in den Altbestand, sage und schreibe, auch so etwa 200 pro Hektar. Ja? Und wer jetzt gut in Mathe ist, könnte ausrechnen, wie hoch denn die Chance für eine kleine, gepflanzte oder sich natürlich verjüngende Pflanze ist, den Endbestand zu erreichen. Und das ist so ein grundsätzliches, ganz klares Ding, was viele Leute, die den Wald nur oberflächlich kennen oder die falschen Autoren zum Wald gelesen haben, gerne mal ignorieren. Sterben ist die Regel. Wenn du überlebst und eine alte Pflanze wirst, ein alter Baum, dann ist das eine seltene Ausnahme. 0,1% der Jungpflanzen in einem natürlichen Fichtenwald beispielsweise, und ich meine jetzt wirklich einen natürlichen Fichtenwald, nicht irgendein Fichtenacker, wo der Mensch irgendwie mitgemischt hat, sondern ein natürlich vorkommender Fichte innerhalb ihrer natürlichen Verbreitungsgebiete, da besteht irgendwie eine Chance von 0,1%, wenn es gut läuft, ja, bestenfalls 0,1%, dass eine Weihnachtsbäumchenfichte das Alter eines richtig großen 30, 40 Meter Baums überhaupt erreicht. Das muss einem wirklich mal klar sein. Wenn jetzt also jemand hingeht und sagt, er pflanzt so und so viele Bäume, dann ist es die Aussage völlig korrekt, wenn diese Bäume tatsächlich gepflanzt worden sind. Was wir als Unwissende, beziehungsweise nicht ich, aber andere Leute als Unwissende, dann vielleicht tatsächlich denken, wenn sie via Ecosia persönlich 100 Bäume gepflanzt haben. Wie hoch ist dann die Chance, dass von diesen 100 Bäumen, je nachdem was für Bäume das sind, dazu komme ich gleich noch, dann auch einer dabei ist, der so richtig alt wird und so richtig viel CO2 speichert und einen Baum Methusalem wird und dann irgendwo im tropischen Regenwald die nächsten 3.000, 4.000 Jahre rumstehen wird. So alt werden die da gar nicht, egal. Wie hoch ist diese Chance? Ja, so irgendwie 0,1%, vielleicht. Vielleicht ein bisschen höher, je nachdem, in welcher Region wir uns befinden. So, jetzt gibt es da wesentliche Unterschiede. Ecosia hat so einen Durchschnittsbaum, den die pflanzen. Und vielleicht ist es mit ein bisschen ein kleines Problem. Vielleicht könntet ihr mal darüber nachdenken. Ihr guckt ja meine Videos, habt ihr zumindest einmal bisher getan. da könnte man vielleicht mal darüber nachdenken, ob man nicht mehr Containerpflanzen oder ähnliches pflanzt. Weil es gibt ja jetzt bei Pflanzen, die man pflanzen kann, für verschiedene Möglichkeiten. So die klassische Variante, jetzt nicht unbedingt Vivipari, Mangroven in den Boden stecken,
Gurken und dann wachsen die schon, sondern mehr für terrestrische Pflanzen, also sowas, was man in den Regenwald pflanzen könnte, wäre die einfachste Form der Pflanzung, das ist ein ganz großes Problem, funktioniert meistens nicht, gerade im tropischen Regenwald, wäre wurzelnackt. Wurzelnackt heißt, man hat eine kleine Pflanze, ja, die hat da oben ein paar Blättchen, wenn es eine Laubpflanze ist, und die hat da unten ein paar Wurzelchen. Und jetzt macht man ein schönes Loch und steckt die da rein und macht das Loch, lapidar gesagt, wieder zu und dann wächst die. Wenn dann im Boden noch irgendwo Nährstoffe drin sind. Und das ist auch nochmal so ein Thema, was man wirklich wissen muss, wenn man darüber nachdenkt, wo beispielsweise Ecosia pflanzen lässt. Und das sind ja größtenteils die Tropen. Und das ist einerseits absolut richtig, völlig, aber es ist auch ziemlich schwierig, weil tropische Böden sind alt. Und alte Böden, die verlieren im Laufe der Zeit Nährstoffe. Da kommen nämlich so schnell keine nach. Die einzige Möglichkeit, wie sich der Nährstoffvorrat eines Bodens tatsächlich wieder erhöhen kann, ist, entweder wir kippen was drauf, dann gibt es noch eine ganze, also Düngung, Mensch, anthropogen, oder super seltene Fälle, wo die Natur noch was draufkippt, was neue Nährstoffe in den Boden reinsickern lässt. Vulkanasche wäre so der häufigste Fall. Auch möglich, kleinräumig, ist ein Hangrutsch. Dass ein Stück Hang runterkommt, ein nährstoffreicher Hang kommt runter, überdeckt im Tal einen sehr nährstoffarmen Boden und aus dem nährstoffreichen Boden, der jetzt über dem armen Boden liegt, sickern die Nährstoffe langsam nach unten und machen den unteren Boden auch wieder nährstoffreich. Super kleinräumige Ausnahmen, spielt für die Praxis im Grunde keine Rolle. In den Tropen meistens ist eine relativ flache Landschaft und eben eine super alte Landschaft. Das heißt, die Böden haben über lange, lange, lange Zeiträume schon Pflanzenwachstum und Tierleben erlebt und damit sind da inzwischen fast alle Nährstoffe raus. Tropenböden sind alle unglaublich arm, da ist kaum noch was drin. Was da aber auf dem Boden inzwischen drauf liegt, ist eine unglaublich dicke Humusschicht, die im Prinzip aus den recycelten Resten von allen Lebewesen, die in den Tropen so unterwegs sind, besteht. Ja? Also eine riesen dicke Schicht Pflanzen- und Tierleichen im Grunde, im kompostierten Zustand. Ja, das kann man, klingt blöd, aber ist so. Und da stecken die ganzen Nährstoffe drin. Und solange diese Schicht vorhanden ist, kann der Wald unendlich lange wachsen, weil regnen tut es auch regelmäßig und Nährstoffe sind immer wieder in gleichen Menge unterwegs. Und damit haben wir im tropischen Regenwald dieses Kreislaufsystem, was sich alle in der Natur gerne wünschen, was es aber nur da eigentlich wirklich gibt. Alle anderen Ökosysteme haben kaum einen nennenswerten Kreislauf. Die Natur sind alles immer offene Systeme, das heißt, sie unterliegen schon einem gewissen Kreislauf, haben aber nach links und rechts offene Grenzen. Das heißt, Stoff kann auch ausgetragen werden, neuer Stoff kann reinkommen und damit ist dieses ewige Recycling-System durchaus häufig mal gestört. Ja? Und das ist eben in den Tropen anders, deswegen auch der immergrüne, immerwährende Wald. Der Wald bleibt da kontinuierlich immer erhalten. Es kommt nur zu einzelnen Baumumfallvorgängen, wenn mal einer besonders alt wird und der wird dann sofort recycelt und die nebendran stehen, nehmen die Nährstoffe auf. Durch die zusätzlichen Nährstoffe, die jetzt durchs Recyceln wieder frei werden, werden dementsprechend schneller wachsen und schließen die Lücke ganz schnell. Unten drunter wächst dann langsam ein anderer auf, der auch eben von den Überresten seines Vorgängers wieder lebt. Das heißt, alles was stirbt, wird sofort wieder recycelt. Wer anders kann davon wachsen. Schöne Idee, tolle Sache, deswegen ganz fancy und super. Problem, wenn der Tropenwald einmal weg war, und deswegen muss man ja jetzt auch Bäume pflanzen, weil solange da noch welche stehen, musste auch keine Bäume pflanzen, dann hat man hinterher diese ganzen Nährstoffe, die da in dem Humus stecken, genutzt, um irgendwas anzupflanzen. Soja, Palmöl, was den Leuten sonst noch so einfällt. Ja? Und das bedeutet nicht, dass das ein Kreislauf ist und sämtliche Ölpalmen, Ölsaaten wieder auf den Boden fallen und recycelt werden, um der nächsten Baumgeneration zur Verfügung zu stehen, sondern das bedeutet, dass wir die natürlich rausnehmen. Und das Einzige, was da noch auf den Boden fällt, um der nächsten Baumgeneration zur Verfügung zu stehen, ist hin und wieder mal ein Blatt. Und da sind nicht so viele Nährstoffe drin. Und damit sind die dann irgendwann alle. Und dann ist der Boden quasi brach. Dann ist die eine nährstoffreiche Schicht des Bodens aufgebraucht. Und was kriegen wir dann? Wir kriegen den ursprünglichen Tropenboden. Und was ist da drin? Ja, nix. So, und in so einer Landschaft muss jetzt ein in den Tropen aufforstendes Aufforstungsunternehmen versuchen, Bäume zu pflanzen. Und Überraschung, das ist schwierig. So,
Und wenn man da jetzt mit wurzelnackten Pflänzchen rangeht, die tatsächlich pro Pflanze wirklich nur sehr wenig Geld kosten, das sind so ein, ganz kleine Centbeträge, gerade wenn man die in den Tropen gewinnen würde, vor Ort, für die da örtlichen Preise, selbst wenn du den Arbeitern da das Dreifache vom ortsüblichen Lohn bezahlst, dann ist das immer noch spottbillig. Wurzelnackte Pflänzchen würdest du da problemlos jederzeit bekommen. Das Dumme ist nur, die wachsen da halt nicht gescheit. Und drum braucht man quasi um die Pflanze, damit man die überhaupt nennenswert ausbringen kann, also meistens zumindest, ich bin da auch nicht der Experte für, aber grob funktioniert so, braucht man da Spezialpflanzen, die man pflanzt mit einem riesen Knödel an nährstoffreicher Erde unten dran, damit sie mit einem gewissen Startbonus starten können und Grundvoraussetzungen an ein paar Nährstoffen schon mal vorhanden sind, damit sie überhaupt so groß werden können, dass sie eine Wurzel ausbilden können, dass sie vielleicht doch noch an ein paar Nährstoffe, die möglicherweise in dem degradierten Boden vorhanden sind, noch rankommen und dann doch ein bisschen älter werden. So, und so ein Baum ist jetzt gar nicht mehr billig. Und da ist man selbst beim örtlichsten Preisniveau dann ganz schnell bei durchaus Summen, die eine Rolle spielen. Ja? Und damit ergibt sich dann, also das ist jetzt eine ganz böse Unterstellung von mir, vielleicht läuft das auch anders ab. Und möglicherweise kriege ich dazu ja sogar einen Kommentar von Ecosia selber. Die haben es ja auch schon mal bei mir kommentiert. Also das hat mich übrigens sehr gefreut. Wie das denn abläuft, ob da eben jetzt viel mit solchen Containerpflanzen gearbeitet wird oder doch eher wurzelnackt gepflanzt wird, weil ja, das kann auch mal klappen. So eine Wurzelnackte kann auch mal wachsen, so ist das ja nicht. Aber die kosten halt viel, viel, viel weniger. Und wenn man da jetzt eine wirklich 20-Euro-Pflanze, irgend so ein richtig hochgezüchtetes Hochleistungspflänzchen mit einem riesen fetten Wurzelballen irgendwo reinstellt, dann kann man schon davon ausgehen, dass die wächst. Und damit ist dann mit so einem Zeug, wenn du sowas pflanzt, dann ist gepflanzter Baum wirklich fast gleich Endbestandbaum. Ja? Aber arbeitet man mit normaler Baumpflanzerei, wie wir das aus Deutschland kennen, 0,1%. Ja? So als grobe Hausnummer, es kann auch ein bisschen mehr sein, aber mehr als 1% wird man dann nie erreichen. Das ist völlig utopisch. Das muss einem einfach klar sein, so funktioniert das beim Bäumepflanzen. Das ist generell beim Bäumepflanzen so. Ist ein bisschen anders bei Obstbäumen. Aber wenn man ganze Wälder aufforsten möchte und nicht nur Obstbäume, das ist ja auch oft so. Viele der Leute, die versprechen, wir pflanzen einen Baum, beziehungsweise wo man einen Baum einkaufen kann, die kosten dann gerne mal 30 Euro aufwärts, je nachdem, wo man die dann halt eben kauft. Das sind dann wirklich so richtige Obstbäume. Und da kauft man nicht nur den Baum selber, also im Idealfall. Ja, es gibt da auch Betrüger, natürlich, muss man aufpassen. Aber im Idealfall kauft man da nicht nur den Baum selber, sondern man kauft auch die Betreuung und zahlt quasi dem Bauer noch einen Zuschuss, dass er jetzt eben umsteigt auf nachhaltige Agroforstsysteme, dass er also einerseits Bäume dastehen hat, andererseits Agrarstrukturen und das alles in einer solchen Rotation verwendet, dass der Bodennährstoffhaushalt langfristig verbessert wird. Und damit kann er weniger Ertrag erzielen, als wenn er Brand rodet und Dschungel zerstört. Ergo, der muss auch von irgendwas leben. Und dann halte ich es für gerechtfertigt, dass man ihm dann für einen Baum, der da lange stehen soll, eine für seine Verhältnisse, für das ortübliche Preisniveau, unglaublich hohe Summe jeweils zahlt. Finde ich persönlich nachvollziehbar. Ja? Aber ich habe jetzt nicht im Detail genau recherchiert, wo man das jetzt wie und so weiter. Wenn euch das interessiert, ich kann auch mal dann aber bitte wirklich in die Kommentare schreiben, wie viele das interessiert, weil das macht Arbeit. Ich kann ja mal ein bisschen gucken, wer denn besonders gut ist als Baumpflanzunternehmen. Also diese Eden-Leute, mit denen da Ecosia zusammenarbeitet, haben auf mich eigentlich einen ganz guten Eindruck gemacht. So, dann, was mir auch noch aufgefallen ist, die kleinen Mangroven. Jetzt müssen wir nochmal zurück zu den Mangroven und dem Beispiel aus dem Steuerung F-Film. Die Kleinen haben Probleme. Ja, natürlich, das kommt vor. Das ist völlig normal. Je nachdem, wann man die pflanzt, das ist auch in Deutschland so und überall auf dem Planeten. Da kann es Jahre geben, da pflanzt du 10.000 Bäume und am Ende des Jahres sind sie alle tot. Einfach, weil es ein mieses Jahr gewesen ist, um zu pflanzen. Das kommt auch in der Natur vor. Dass eine Generation von Naturverjüngung gleichzeitig alle sofort
ausfällt. Das ist völlig normal. Und gerade Mangroven, das ist ein empfindliches Ökosystem. Das kann nur unter ganz bestimmten Bedingungen wirklich gut wachsen. Und der Mangrovenexperte, den sie da haben, der sagt ja auch, natürliche Verjüngung bei Stabilisierung des Lebensraums wäre natürliche Verjüngung den gepflanzten Bäumchen vorzuziehen. Und da hat er selbstverständlich völlig recht. Denn natürliche Verjüngung, also es kommt darauf an, wo das Pflanzmaterial herkommt, dann ist das fast so gut wie natürliche. Das wissen wir jetzt nicht. Ne? Da stehen uns jetzt keine näheren Informationen zur Verfügung. Aber grundsätzlich ist natürliche Verjüngung dahingehend, also auch beim Mangroven, immer so toll, weil es eben die sexuelle Vermehrung der ohnehin schon dastehenden Pflanzen ist. Heißt, deren Nachkommen sind noch besser an den Standort angepasst, als es ihre Eltern üblicherweise sind, weil eben bei der sexuellen Fortpflanzung die positiven Eigenschaften beider Elternteile mehr zum Tragen kommen als die negativen. Ergo ist der Nachkomme meistens, nicht immer, aber wenn er durchkommt und alt wird, dann war er's. Wenn er nicht durchkommt und nicht alt wird, dann war er's nicht. Das heißt, natürliche Auslese, ne? Jedenfalls, dadurch sind die einfach besser angepasst. Und den höchsten Anwuchserfolg hat man tatsächlich mit der reinen Biovermehrung der entsprechenden Pflanzen vor Ort, der Altpflanzen, die da noch von alleine entsprechend stehen. Aber das dauert. Und die Zeit hat man möglicherweise nicht. Wenn man aber stattdessen Geld hat, und das ist ja gerade eine Sache, das ist diese tolle Sache mit dieser Ecosia-Suchmaschine, beziehungsweise nennt es wie ihr wollt, aber das Geld da. Ja, und wenn man Geld hat, dann kann man diesen Prozess schon noch beschleunigen. Und ja, es hängt vom Einzelfall ab. Vielleicht mag es Stellen geben, wo wirklich den Mangroven mehr geholfen wäre, wenn man sie gar nicht pflanzt, sondern wenn man sie stattdessen einfach machen lässt und einen kleinen Küstenschutzwall vorne dran haut. Aber der kostet halt wahrscheinlich noch mehr Geld als eben diese Pflanzaktion. Und da muss man die Details vor Ort, das muss man wirklich kennen. Da muss man einen Experten vor Ort haben, der sich mit sowas genau auskennt. Ich gehe schwer davon aus, dass das der Fall ist. Und da kann ich auch nichts Näheres zu sagen. Ja, ich bin Feld-, Wald- und Wiesenförster. Ich habe mit Mangroven nicht viel am Hut. Und im Wesentlichen ist es das, was ich noch zu sagen hatte zu eben diesem Steuerung F-Kommentar. Und ich glaube, das ist auch die bisschen längere Fassung von dem, was ich da in den Kommentar geschrieben habe. In der Hoffnung, dass das diesmal irgendwer zur Kenntnis nimmt. Man wird schon ein bisschen narzisstisch veranlagt, wenn man über Jahre einen YouTube-Kanal betreibt. Aber man ist es gewöhnt, dass die Leute einem zuhören. Und dann begibt man sich auf fremdes Territorium und keiner hört einem zu. Das ist schwer zu ertragen. So, abschließend nochmal kurz zu Ecosia. Ich hatte ja dazu mal ein Video, wo ich den Haken bei der Sache gesucht habe. Ich habe ihn nicht gefunden. Ich habe ihn bis heute auch noch nicht gefunden. Und dieser Steuerungs-F-Film, der hat im Gegenteil nur dazu geführt, dass ich noch weniger Haken finde. Also scheint wirklich eine extrem coole Sache zu sein. Und ja, ne? Also ich google ohnehin größtens. Ich Internet suche ohnehin meistens über Ecosia und werde das versuchen, noch mal ein bisschen mehr zu intensivieren. Ach so, und abschließend noch ein bisschen dieser Baumpflanz-Hype zurzeit. Nee, das ist doch nicht abschließend noch ein bisschen. Da müssen wir doch noch mal ein bisschen ausführlich drauf eingehen. Ja, also doch noch nicht das Ende. Tut mir leid. Folgendes. Bäume pflanzen, ist das grundsätzlich gut? Es kommt sehr darauf an, wo man die hinstellt. Also wenn man jetzt völlig unkoordiniert irgendwo, wo man halt eine grüne Wiese findet, guerillamäßig Bäume hinstellt, ne, ganz bestimmt nicht. Dann sind Aufforstungsvorhaben in Regionen, in denen ohnehin bereits eine Aufforstungspflicht besteht oder wo die Naturverjüngungskapazitäten so groß sind, dass sich der Wald von alleine wieder ansiedeln wird, nachdem er irgendwo mal fehlt. Da ist das auch Verschwendung quasi. Soll heißen, müssen wir jetzt groß angelegte Aufforstungskampagnen in Deutschland durchführen?
Vor 2 Jahren hätte ich gesagt, auf keinen Fall. Inzwischen ist jetzt durch 2018, 2019 und 2020 die Restauswirkungen deutlich, wie viel Wald wir langsam verloren haben. Und ich kenne noch keine aktuellen Zahlen, die sind gerade noch in Arbeit. Aber es geht in einen Bereich, der ein Public Planting Projekt, wo alle Leute mal einen Baum pflanzen, schon ganz sinnvoll wäre, weil dann hätten wir immerhin, oder alle Leute pflanzen 2 Bäume, dann hätten wir 160 Millionen oder gar 3, 240 Millionen und so weiter. Da kann man also schon auch relativ schnell auf enorme Pflanzmengen kommen und das könnte dann möglicherweise ein Thema sein. Hätten wir jetzt aber nicht die extremen Jahre 18 und 19 gehabt, dann würde ich sagen, in Deutschland macht das ohnehin wenig Sinn. Wo macht es Sinn, Bäume zu pflanzen? Da, wo sonst keine gepflanzt werden, wenn man nicht Geld dafür bezahlt, dass welche gepflanzt werden. Sind die dann ganz toll und sind die gut fürs Klima? Tja, dazu 2 wesentliche Studien aus einem Portfolio von vielen Studien, aber 2, die viel diskutiert werden und sich gegenseitig so ein bisschen in Anführungszeichen ausschließen. Es gibt einmal aus der Schweiz von der ETH Zürich eine in Nature veröffentlichte Studie, die mittels Machine Learning einen Algorithmus entwickelt hat, der aufgrund von Geodaten, also tollen Karten, Satellitenaufnahmen und einer bestimmten Software, mit der man aufgrund der Grünheit der Landschaft ermitteln kann, wie viel Photosynthese da stattfindet, eben die Kronenbedeckung dieser Landschaft errechnen kann. Auf gut Deutsch, du machst ein Satellitenfoto, lässt dann einen Computer drauf gucken, der sieht, das ist so und so grün und kann dir dann sagen, auf diesem Ausschnitt von oben drauf geguckt der Landschaft hast du eine vermutliche Bedeckung der Landschaft mit Baumkronen von 63% meinetwegen. So, jetzt kann man dann aufgrund dessen, dass zu den meisten Flecken der Erde noch andere Daten verfügbar sind, die man dann in eine geografische, globale Datenbank einspeisen kann, kann man dann anhand rein mit Mathe und Informatik berechnen lassen. Das ist trotzdem toll, ja, auch wenn das jetzt nicht so klingt, als wäre das irgendeine naturwissenschaftliche Leistung, das ist großartig. Kann man dann eben entsprechend berechnen, wie viele Bäume denn auf diesem Land überhaupt Platz hätten. Ja, wir sagen jetzt 63% Kronenbedeckung. Ist das viel, ist das wenig? Für Deutschland wäre das sensationell. Für einen tropischen Regenwald ist das extrem wenig. Da sollte 100 quasi im Regelfall sein, bis auf wenige Ecken, wo man 98 sein darf, wenn noch ein Fluss dazwischen fließt. Ja. Aber das kann man über den gesamten Planet machen und wenn man jetzt die Daten, bei denen man die man zu der Geologie, zu den Standortsbedingungen, zum Niederschlag, zum Wetter und so weiter und so fort alles hat, und lässt die damit einfließen in eben diese Berechnung, dann kommt da letztendlich dann irgendwann auch mittels leichter, schwacher künstlicher Intelligenz, der genauen Begriffe, da muss man wieder jemanden fragen, der sich damit näher auskennt, kann einem die dann sagen, wie viel Wald denn in dieser Region noch gepflanzt werden könnte. Und die hat vorher rausgerechnet, nur auf Flächen, die nicht anderweitig in landwirtschaftlicher oder urbaner Nutzung sind. Soll also heißen, mit diesem Tool kann man sich für die gesamte Weltoberfläche berechnen lassen, wie viel Platz für zusätzlichen Wald, der da auch garantiert wachsen kann, der die Nährstoffe und das Wasser und so weiter und so fort hätte, um da wirklich zu wachsen, wie viel Platz wäre da. Minus landwirtschaftliche Nutzfläche und Städte und Autobahnen und so ein Zeug, ne? Und da sind die drauf gekommen, dass insbesondere in China, den USA, Brasilien, Russland, Kanada, Alaska ist ja noch USA, ja, das sind, so, glaube ich, die wesentlichen Länder, Teile von Australien, Indonesien noch ein bisschen was so in diesem Bereich, Wälder fehlen, die eigentlich da sein könnten, ohne dass die jemanden auf die Nerven gehen, in Anführungszeichen. Also man müsste kein bebautes Land irgendwie enteignen, man müsste keinen Acker enteignen oder sonst wie, sondern da ist einfach wirklich noch Fläche vorhanden, die man aufforsten konnte und die zumindest insbesondere in Verbindung mit dem Klimawandel auch bald große Wälder tragen könnte, weil es eben wärmer wird, sprich es kommt ein Haufen zusätzliches Land in Sibirien, Kanada und Alaska dazu, das beforstet werden könnte. So, und das Schöne ist jetzt, dass bei dieser Studie dann rauskommt, wenn man diese Flächen, die zur Verfügung stehen, tatsächlich alle beforsten würde,
Und das würde kosten ein Geld, das die Menschheit durchaus bezahlen könnte. Das ist nicht vergleichbar mit dem, was wir schon für Corona ausgegeben haben. Also es wäre möglich, das zu bezahlen. Es ist absolut möglich. Müsste man international tatsächlich die politische Power aufbringen, dass es zu dem Beschluss kommt, dass man das bezahlt. Aber technisch gesehen wäre es möglich. Und ja, dann könnte man derart viel aufforsten, dass die Bäume, die dann zusätzlich wachsen, in der Lage wären, derart viel CO2 zu speichern, dass, ich sag jetzt mal, fast das Thema Klimawandel gegessen ist, bis hin zu wirklich gegessen ist. Irgendwo so in diesen Größenordnungen. Ja, genaue Zahlen habe ich nicht mehr im Kopf, ich erzähle das jetzt spontan. Diese Studie ist relativ revolutionär und wenn diese Studie jetzt völlig frei von Kritik wäre, was sie leider nicht ist, dann würde die Lösung für die Welt einfach heißen, tatsächlich Bäume pflanzen. Und damit wäre es völlig egal, ob du jetzt, wenn du Duschgel kaufst, Gesichtskittmaske oder keine Ahnung, Krombacher, wann immer irgendwo für irgendwas, was man kauft, ein Baum gepflanzt wird, ist das dann immer eine gute Sache und da ist dann nichts dran auszusetzen. Deswegen muss man jetzt nicht übermäßig viel Krombacher saufen oder sich irgendwelches Zeug ins Gesicht schmieren, aber grundsätzlich nichts dran auszusetzen. Das würde ich auch generell so sagen, völlig unabhängig von dieser Studie. Wenn irgendwo in sonst wo noch ein kleines Bäumchen hingestellt wird, dann schadet das mit Sicherheit nicht. Wüsst nicht, wo da der Negativeffekt sein sollte. Allerschlimmstenfalls ist es Betrug und der Baum wird gar nicht gepflanzt, da wo man da halt eben jetzt diese Baumpflanzaktion haben soll. Teilweise kann es sein, dass die Bäume mehr oder weniger umsonst gepflanzt werden, weil sie an völlig sinnlosen Stellen gepflanzt werden, wo sie nicht wachsen werden, wo sie nicht wirklich groß werden, wo sie entweder überhaupt nur ein ganz langsames Wachstum haben oder halt sobald die nächste Dürre kommt, wieder vertrocknen. Sowas kann alles passieren. Also ich würde mal sagen, die Chance, dass der Baum, den du jetzt pflanzt, weil du Shampoo von wem auch immer gekauft hast, der verspricht, dass da ein Baum gepflanzt wird, dass der dann groß und stark und mächtig und wichtig und so weiter und so fort wird. Oh. Gering, ne? Gering, aber sie ist da. Und grundsätzlich, sie wäre null, wenn dieser Baum nie gepflanzt werden würde. Also je nachdem, je nach Situation, gering bis geht so und ja, tut ja niemandem weh, wenn du dir ohnehin das Zeug gekauft hättest, was du gerade gekauft hast. Ja. Wenn es dir nur ums Bäume pflanzen geht, dann kauf lieber direkt Bäume oder unterstütze direkt ein Aufforstungsunternehmen, da kriegst du fürs gleiche Geld deutlich mehr Baum. So. Gegenstudie. Was ist denn, wenn wir jetzt den ganzen Planet aufforsten, überall da, wo es künftig möglich wird, Bäume hinstellen und die Erde so Waldterraformen wie nur irgendwie geht, was ich ja grundsätzlich sympathisch finde, muss ich jetzt sagen. Ne? Gegenstudie besagt, das wäre gar nicht mal so doll, weil ja, die speichern CO2, aber es gibt da noch so einen anderen wesentlichen Faktor, der mal abgesehen vom CO2 auch für die globale Temperatur und sehr wohl auch für den Treibhauseffekt eine ganz, ganz große Bedeutung hat und dieser Effekt nennt sich planetare Albedo. Albedo ist das Reflexionsvermögen der Erdoberfläche. Je nachdem, wie die Erdoberfläche beschaffen ist und da knallt direkt die Sonne drauf, wird ziemlich viel von der Energie der Sonnenstrahlung direkt wieder wegreflektiert nach sonst wo. Das kann jeder daheim mal ausprobieren, ob sowas funktioniert. Er nimmt sich einen Spiegel, reflektiert sich mit dem Spiegel bei starkem Sonnenlicht mal einen Sonnenfleck irgendwo auf die Haut, hockt ansonsten im Schatten, ne? Oder legt den Arm in den Schatten und reflektiert sich mit dem Spiegel da einen Sonnenfleck drauf. Früher oder später wirst du feststellen, die Stelle wird warm. Ja, da ist also wirklich Energie im Spiel. Natürlich ist da Energie im Spiel. Und ich sage das auch nur für die Idioten, die mir das jetzt wieder nicht glauben. Egal, jedenfalls. Jede Oberfläche hat ein gewisses Reflexionsvermögen. Ein Spiegel 100%, Asphalt 1. Ja, irgendwie sowas, weiß ich nicht. Aber wenig. So, und jetzt kommt die Aufforstung von Alaska und Sibirien und Kanada entsprechend ins Spiel. Da gibt es im Winter eine Oberfläche, die besteht komplett aus Schnee und Eis. Schnee und Eis hat eine Albedo von 99% im Idealfall.
Und das spielt eine enorme Rolle. Und deswegen ist übrigens auch der Rückgang von Schnee und Eis und die Verkürzung vom Winter und die Ausdehnung vom Sommer in den arktischen Gebieten mit der Grund, weshalb die sich viel schneller erwärmen als der Rest des Planeten. Denn die Zeit des Jahres, wo nicht 99% der Energiestrahlung, die ankommt, direkt wieder abhaut, nimmt zu. Und damit kommt erheblich mehr an. Und das führt noch mehr als eine Zunahme von CO2 in der Atmosphäre eben dazu einer Erhöhung der Erwärmung, die sich da örtlich eben viel stärker ausbreitet. So, und wenn wir jetzt Bäume pflanzen, dann haben wir da keine geschlossene Schnee- und Eisfläche mehr, sondern wir haben Bäume mit ein bisschen Schnee obendrauf. Und die haben bloß noch eine Albedo, 50%, 60%, irgendwie sowas um den Dreh. Und das eben durch den gesamten Winter, im gesamten Frühjahr, ab Herbst und so weiter. Und im Frühjahr, und im Sommer hat Tundraboden keine besonders tolle Albedo. Irgendwas sowas um die 30%. Aber ein borealer Nadelwald, oder 40%, irgendwie sowas. Ein borealer Nadelwald hat aber leider auch wieder noch weniger. Also mit dem Aufforsten der borealen Gebiete, der Arktis, kriegen wir zwar mehr CO2 gebunden, versauen aber die Albedo da oben. Und drum weiß derzeit keiner, und da streiten sich die Gelehrten, was denn jetzt nun stimmt. Die schöne Studie mit dem Aufforsten rettet den Planeten, oder eben Aufforsten rettet den Planeten überhaupt nicht, weil die Albedo dann am Arsch ist und der Effekt größer ist als der positive Effekt durch das Baumwachstum. Und wenn ich jetzt schon dabei bin, möchte ich noch eine kleine dritte Studie aus dem Hut kruscheln. Dazu hatte ich auch mal ein Video gemacht. Es gibt da nämlich so einen extrem sympathischen Russen. Ich glaube, er heißt Sergej. Die heißen irgendwie alle. Das ist böse. Das ist rassistisch. Nein, die heißen nicht alle Sergej. So, es gibt da jedenfalls trotzdem einen sehr sympathischen Russen, der da das Mammut am liebsten wieder grasen hätte in Sibirien. Der Zweck davon ist, dass der also da einen Haufen große Tiere hinstellt und die sollen da grasen und alles niedertrampeln und vor allen Dingen mit den Hufen den Boden verdichten. Denn wenn der Boden verdichtet ist, dann gefriert der tiefer durch und das verhindert das Auftauen von dem Permafrostboden bis zum gewissen Grad. Und wenn der Permafrostboden nämlich auftaut, dann ist es scheißegal, wie viele Bäume wir gepflanzt haben, weil das an CO2-äquivalentem Methan, was da frei wird, ist jenseits von Gut und Böse, und das wird eine Ökokatastrophe sondergleichen nach sich ziehen, die kein Mensch prognostizieren kann, weil sich's keiner traut, weil es keiner weiß, wie schlimm das eigentlich wird. Vielleicht wird es auch nicht ganz so schlimm, aber schlimm wird es auf jeden Fall. So, und das lässt sich nicht mehr mit Bäume pflanzen ausgleichen. Und das Problem ist jetzt folgendes. Im Wald taut der Permafrost schneller auf, weil der Wald wie eine Bettdecke für den Boden funktioniert. Und das heißt, der bleibt dann wärmer. Die Kälte dringt nicht so tief in den Boden ein. Die Wurzeln der Bäume sorgen dafür, dass zwar einerseits Kälte von oben im Winter ein bisschen tiefer eindringen kann, im Sommer kann aber auch die Wärme ein bisschen tiefer eindringen. Wurzeln an sich haben einen Stoffwechsel und erzeugen damit Wärme, werden in ihrer direkten Umgebung also auch den Boden auftauen. Also Aufforsten auf Permafrost führt nicht unbedingt, im Gegenteil, führt eher zum Verlust des Permafrostes. Aber, auch da wieder ein Aber, es gibt hier keine einfachen Antworten. Nie gibt es in so komplexen Fragen einfache Antworten. Das ist ganz simpel, ja? Wenn dir jemand eine einfache Antwort auf irgendwelche globalen, ökologisch, meteorologisch, klimatologischen Zusammenhänge geben möchte, dann schick ihn weg, weil das gibt's nicht. Ja? Niemals gibt es da einfache Antworten. Nie. Viel zu kompliziert für einfache Antworten. Das System ist so komplex, keine Chance. Nichtsdestotrotz, wenn wir da jetzt wiederum mehr Wald stehen haben, haben wir aber auch wieder mehr Schatten. Ja? Und mit mehr Schatten schmilzt er im Sommer weniger ab, wenn er auch im Winter weniger tief gefriert. Und dann weiß man eben halt wieder nicht, was für einen Einfluss der zusätzliche Schatten in einem Sommer haben könnte, welchen Einfluss die Tatsache der Bewaldung im Winter, dann die Geschichte mit Albedo, und wie gesagt, dann wird's kompliziert und kompliziert und kompliziert. Und dann kommt natürlich noch dazu, wenn uns der Permafrost doch sowieso wegschmilzt, was er ja derzeit auch fleißig tut, dann ist es auch schon scheißegal, ob wir noch zusätzlich
zusätzlich Bäume obendrauf stellen. Im Gegenteil, dann ist es gut, wenn wir Bäume obendrauf stellen, weil dann ist der Schaden sowieso schon angerichtet und dann kann man die zusätzlich jetzt frei werdende Fläche, auf der man Wald anpflanzen könnte, beziehungsweise wo sich nach und nach auch natürlich Wald einfinden würde, das ist nur ein Prozess, den wir beschleunigen, wenn wir da jetzt pflanzen, dann kann man den auch mitnehmen. Ja? Und dann kann man außer dem Albedo-Effekt nicht wirklich sagen, was das dann für einen Nachteil haben sollte, wenn man da jetzt noch zusätzlich Bäume hinpflanzt. Und das macht die Sache unglaublich kompliziert. Und da das Ganze politisch alles ein bisschen schwierig ist, ja, in China gibt es noch diverse Möglichkeiten. Was nicht so wichtig ist, weil China ist ohnehin, also man kann auch von China halten, was man möchte. Ja? Aber die sind Aufforstungsweltmeister, immer noch. Die pflanzen Bäume noch und nöcher. In der einen Hinsicht sind sie mir durchaus sympathisch. Ja? Mindestens in der einen. Wir haben noch diverse andere Hinsichten. In dem, ja, aber lassen wir das. Aber das ist wirklich im Grunde gar nicht mal verkehrt. Gut. Das soll es jetzt aber wirklich gewesen sein. Ach ja, und diese Mammutsteppe-Geschichte da mit den großen Tieren, die den Boden niedertrampeln, die fressen selbstverständlich auch junge Bäumchen weg. Das bedeutet also Steppe, also nicht Wald. Das schließt sich also auch gegenseitig aus. Wir haben also drei mögliche Ansätze. Nix tun, Albedo bleibt gut. Steppe draus machen, dann bleibt Albedo auch gut. Wir haben aber garantiert weniger Wald. Aufforsten, mehr Wald, mieserer Albedo und auch nicht verdichteter Boden. Und das sind nur drei mögliche Ansätze aus einem riesen Portfolio aus noch viel, 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 viel mehr. Ich kann die hier selbst beim Umfang meiner Videos gar nicht alle nennen. So, jetzt habe ich keine Lust mehr. Grundsätzlich nach wie vor Bäume pflanzen, warum nicht? Steuerung F beantwortet meine Kommentare. Ist wirklich nicht böse gemeint. Ja, das war so die zentrale Botschaft. Und Mangroven sind toll. Danke, bis zum nächsten Mal und ich bin raus. Macht's gut, schönen Abend. Vermutlich ist das, wenn ihr es guckt und tschüss. Spätestens jetzt, nachdem ich es geguckt habe, wird Abend geworden sein.